Chinas Megabanken. Das sind die größten Banken der Welt. Sie sind hochprofitabel momentan und sie sind auch börsennotiert. Aber trotzdem so in den einschlägigen Finanzmedien, da hört und liest man irgendwie nichts drüber. Aber wir schaffen Abhilfe, wir behandeln sie heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Aktien der chinesischen Megabanken, soll man die haben? Es sind immerhin die größten Banken der Welt und trotzdem die Finanzmedien, die wagen sich an das Thema nicht so richtig ran. Keiner hat sie auf dem Radar und dementsprechend sieht es dann auch aus bei uns mit den Handelsumsätzen, weil die China-Banken sind auch in Deutschland handelbar, die Aktien, aber es gibt trotzdem Tage, in Frankfurt, da wird da kein einziges Stück gehandelt, was im Grunde wirklich ein Witz ist, wenn man bedenkt, was für eine Bedeutung diese chinesischen Banken mittlerweile haben. Ja, und da stellt sich schon die Frage, warum ist das so? Hier erstmal zum Vergleich, das sind die 10 größten Banken der Welt. Nicht nach Börsenwert, sondern nach der Bilanzsumme, also aktiver und passiver. Und das ist schon sehr aufschlussreich, weil seit der Finanzkrise spätestens, da haben sich da die Größenverhältnisse doch stark verschoben auf der Welt. Also wer hier noch dabei ist, das sind zwei französische Banken, BNP Paribas und Crédit Agricole. Da kann man nur sagen, alle Achtung, die haben sich oben gehalten. Dann haben wir noch aus den USA Bank of America und JP Morgan, also auch zwei übliche Verdächtige, Mitsubishi UFJ aus Japan natürlich und immerhin auch die HSBC auf Platz 7. Das ist eine britische Bank, aber es ist auch eine Bank, die seit jeher eigentlich in China präsent ist. Also HSBC heißt ja auch Hongkong Shanghai Banking Corporation ursprünglich. Aber die Top 4 Banken weltweit, die sind inzwischen alle direkt aus China. Also ganz oben Industrial and Commercial Bank of China, die ICBC, Bilanzsumme 4 Billionen Dollar. Dann Platz 2 China Construction Bank, dann Agricultural Bank of China, die ABC und dann noch die Bank of China. Alle mindestens 3 Billionen Dollar Bilanzsumme. Und die chinesischen Banken, die sind jetzt auch nicht unbedingt so groß geworden durch Investmentbanking oder irgendwelche Finanzprodukte. Natürlich gibt es das da mittlerweile auch, aber die sind groß und stark geworden durch klassisches Bankgeschäft hauptsächlich, also Kreditvergabe und Kundeneinlagenverwaltung. So, und wer da gar nicht mehr drunter ist unter den Top 10 Banken, das ist die Deutsche Bank. Die ist sogar meines Wissens nur noch auf Platz 17 in diesem Ranking. Was ja schon ein spektakulärer Niedergang ist, also Deutsche Bankaktie jetzt noch bei 6 Euro, Börsenwert bei 12 Milliarden Euro, also weniger als Knorr-Bremse zum Beispiel. Und wenn mir das jemand vor 2, 3 Jahren gesagt hätte, dass die Deutsche Bankaktie mal bei 6 Euro ist, dann hätte ich gesagt, naja, kann ich mir eigentlich nur dann vorstellen, wenn sie da gerade zusammenbrechen würde oder wenn sie kurz vorm Zusammenbruch ist. Aber jetzt ist das so und es ist ganz normal. Warum das so ist, ich weiß es nicht genau. Ich beschäftige mich natürlich auch jetzt nicht großartig mit der Deutschen Bank. Das ist nicht mein Thema. Aber im Zusammenhang mit dieser Bankenstatistik, das sagt natürlich alles schon sehr viel darüber aus, wie sich die Welt verändert hat da die letzten 10, 20 Jahre, wie sich das verschiebt, die Kräfteverhältnisse in Richtung Asien und in Richtung Schwellenländer. Mittelfristig zumindest. Es gibt da natürlich auch immer Rückschläge, aber der große Trend, die große Linie auf lange Sicht, da geht es doch ganz stark eigentlich in Richtung Emerging Markets und das ist ein Thema deswegen, dass man als Anleger auch wirklich auf dem Schirm haben sollte. Ich weiß schon, dass es nicht immer ganz so einfach ist, sich damit zu beschäftigen, aber dafür gibt es ja zum Beispiel auch uns, unseren Kanal, den Zukunftsmärkte-Kanal. Da kriegen Sie die Infos
zu China, zu Asien, zu Indien, zu Lateinamerika, zu den ganzen Märkten, die eben immer wichtiger werden momentan. Und wenn Sie dazu mehr erfahren wollen und mehr wissen wollen, schauen Sie sich Videos an, die wir hier gemacht haben, gehen Sie da mal ein paar durch oder noch besser, Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben, weil auch in Zukunft werden uns natürlich die spannenden aktuellen Themen zu den Schwellenländern nicht ausgehen. Da wird noch einiges kommen, das interessant sind und wovon Sie ja auch dann was haben als Anleger. Also anmelden und beim Anmelden auch immer gleich die Glocke drücken. Das ist dann die Benachrichtigung. Da bekommen Sie dann auch mit, wenn neue Beiträge da sind. So, und die China-Banken, wie gesagt, kaum beachtet bei uns, was umso erstaunlicher ist, weil in China oder in Hongkong unter den Investoren, da wird das Thema wirklich heiß diskutiert. Also ob man diese Bankenaktien da jetzt haben sollte oder ob man sie nicht haben sollte. Und die Meinungen, die gehen da ganz stark auseinander. Das ist wirklich sehr umstritten. Und es gibt zwei Lager. Es gibt die einen, die sagen so mehr oder weniger, ja, was Besseres als chinesische Bankaktien, das gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Also wir haben da eine hohe Werthaltigkeit, wir haben hohe Dividendenrenditen, die Bewertungen sind sehr niedrig, vor allem KGV-Bewertungen, wir haben eine hohe Ertragskraft, die Gewinne sind auch relativ stetig bei den chinesischen Banken. Über Krisen hinweg, die wir ja in den letzten Jahren durchaus auch gehabt haben in China, haben die China Banken immer relativ viel Geld verdient oder manche sagen sogar, es sind regelrecht Gelddruckmaschinen. Bis jetzt stimmt es so auch. Also Beispiel ist wieder das erste Quartal gewesen, das ja für China jetzt nicht unbedingt einfach war. Und für die Banken war es auch nicht einfach. Die Zinsmargen sind momentan ein bisschen unter Druck. Aber trotzdem, ICBC zum Beispiel hat im ersten Quartal verdient 12 Milliarden Dollar. Das ist fast so viel, wie die Deutsche Bank wert ist im Vergleich. Und das in einem Quartal als Nettogewinn. Dann China Construction Bank, 11 Milliarden Dollar verdient. Und wenn wir jetzt die Großbanken insgesamt nehmen, dann haben die ihren Gewinn im ersten Quartal gesteigert zum Vorjahr nochmal um 4%. Das ist nicht berauschend, aber es ist wirklich okay, weil man ja eine Rahmenlage hatte, die nicht ganz einfach war und weil wir niedrige Bewertungen haben. Die gehen wir nochmal durch. ICBC, weltgrößte Bank, KGV bei 5,6, also sehr niedrig, Dividendenrendite 5,1%. Und die Kursentwicklung, die haben wir hier auf 5 Jahre, die ist relativ marktkonform übrigens. Also ein Anstieg 2014, dann die starke Korrektur 2015, die hat man bei China-Aktien allgemein und dann wieder Erholung und dann jetzt wieder Korrektur 2018-19. Ist also mehr oder weniger eine ähnliche Entwicklung wie am Gesamtmarkt und das haben wir bei den anderen Bankentiteln auch im Großen und Ganzen zumindest so. Agricultural Bank of China, KGV hier nur 5,0 und wir haben hier auch eine Dividendenrendite, die liegt jetzt bei 5,8%. Bank of China, die sind ein bisschen schlechter gelaufen jetzt in letzter Zeit dieses Jahr. Da ist das KGV jetzt sogar schon unter 5, also da sind wir bei 4,5 und wir haben eine Dividendenrendite, die liegt jetzt sogar bei 6,6%. Also schon sehr attraktiv. Und dann noch die letzte unter den vier, China Construction Bank, KGV auch nur 5,1 und Dividendenrendite 5,6%. Und beim KGBV sind wir bei 0,7 hier, also 30% Abschlag auf dem Buchwert. Sieht ja an sich ganz toll aus. Echte Basisinvestments, wenn man so möchte. Da kriegt man noch was für sein Geld bei den chinesischen Bankaktien. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Fondsmanager wären in Hongkong und müssten in chinesische Aktien investieren, dann würden Sie um diese Bankaktien auch nicht drumherum kommen. Das ist schon so wegen der Gewichtung allein schon und wegen der hohen Marktkapitalisierung, die die Fonds haben, dementsprechend auch alle chinesische Bankaktien, also die, die in China investiert sind, das ist fast zwangsläufig so.
Aber ich habe gesagt am Anfang, Bankaktien sind umstritten in China und es gibt auch etliche Fachleute, die sagen, Finger weg. Und das hat auch ganz gute Gründe. Und zwar geht es da um das Finanzsystem, das chinesische, und insbesondere um die systemischen Risiken in China. Und die sind nicht ohne mittlerweile. Wahrscheinlich wissen Sie ja, nach der Finanzkrise, da hat China die eigene Wirtschaft massiv stimuliert, da gab es Wachstum auf Pump erstmal. Und die Gesamtverschuldung in China, also wenn man alle Sektoren zusammennimmt, die liegt jetzt inzwischen bei 260% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist sehr viel, das kann auch nicht so weitergehen. Und da haben sich natürlich Risiken aufgebaut, die schwer kalkulierbar sind mittlerweile. Und die Großbanken, die stehen da natürlich voll im Zentrum von diesem Kreditboom. Die sind ja sozusagen das Herzstück von dem ganzen Finanzsystem. Und da liegen natürlich dann auch die Risiken von dieser hohen Verschuldung. Die liegen zu einem sehr großen Teil in den Bilanzen der chinesischen Banken. Weiß man natürlich alles auch, das weiß man schon länger. Und was da ganz interessant ist, also diejenigen, die gedacht haben, dass das jetzt mal so richtiger reinhauen würde bei den chinesischen Banken, die haben sich bis jetzt getäuscht. Das ist bis jetzt nicht passiert. Wir haben ja durchaus in den letzten Jahren auch schwierige Zeiten gehabt, also Aktienmarkt Crash 2015 zum Beispiel in China oder jetzt auch der Handelskonflikt. Da hätte man schon vermutet, dass das die Großbanken auch relativ stark trifft. Ist aber so nicht passiert. Also es gibt natürlich ausfallgefährdete Kredite in den Bankbilanzen, das gibt es ja überall. Und in China liegen die jetzt bei 318 Milliarden Dollar, was eigentlich schon eine Horrorzahl ist. So viel Kredite werden platzen oder können platzen. Aber die Kreditvergabe insgesamt, die ist so hoch, dass der Anteil dieser faulen Kredite an dem gesamten Kreditvolumen nur bei 1,8% liegt. Und das ist wiederum fast gar nichts, das ist kaum der Rede wert. Und dieser Anteil ist auch nicht nennenswert gestiegen die letzten Jahre, sodass man im Prinzip immer noch sagen kann, die Bilanzen der chinesischen Banken sind nach wie vor sehr gesund. Und daraus könnte man wieder ableiten, wo ist das Problem? Die Sache ist natürlich die, das meiste Geld verleihen die Großbanken an die Großunternehmen, und zwar vor allem staatliche Großkonzerne oder auch an Provinzregierungen für irgendwelche Riesenprojekte. Also sie verleihen letztlich an den Staat. Was natürlich auch immer heißt, Top-Bonität, Staatsgarantien, und da kann man natürlich sagen, ist ja eigentlich ein wunderbares Geschäftsmodell. Also Staatsbanken verleihen Geld an Staatsunternehmen. Am Ende steht sowieso der Staat dahinter, der dann für alles aufkommt. Und zwischendrin stehen dann aber noch wir die Aktionäre und verdienen mit und halten die Hand auf. Tolle Sache. Warum soll man darauf verzichten? Aber es ist jetzt so. Also das Erste. Peking hat mittlerweile schon etliche Staatskonzerne auch pleite gehen lassen und hat dann zu den Gläubigern gesagt, das ist euer Pech, das hättet ihr prüfen sollen, das ist euer Geschäft, zu den Gläubigern und Anlegern. Also es gibt keine Garantien mehr, auch bei Staatsunternehmen. Das ist nicht so wie früher im Vollkommunismus, das hat sich geändert. Dann Schattenbankensektor, darüber könnte man stundenlang reden in China, das ist ein Riesenbereich da, der wird jetzt strenger reguliert und das trifft auch die Banken, weil ein Teil von diesen Finanzierungsvehikeln, die es da gab und die immer sehr groß waren, die kommen von den Banken. Und der Staat sagt jetzt aber, wenn ihr sowas habt und sowas anbietet und wenn er dafür sogar Garantien abgibt zum Teil, dann muss auch das Risiko von diesen Vehikeln in eure Bilanz. Also aufhören damit oder bilanzieren. Und das heißt sehr wahrscheinlich höhere Risiken in den Bankbilanzen in Zukunft, wenn man dieses Geschäft nicht aufgeben will.
Man wird es nicht aufgeben können. In irgendeiner Form muss man es weitermachen, weil gleichzeitig kommt noch dazu, dass Peking die Banken jetzt auch zwingt, dass sie mehr Geld an Privatunternehmen verleihen. Privatunternehmen braucht man in China in Zukunft, sonst wird das Wachstum irgendwann mal nicht mehr da sein. Aber Privatunternehmen heißt natürlich auch höhere Kreditrisiken als bei der Kreditvergabe in den Staatssektor. Das kommt jetzt auch noch. Und was zusätzlich noch kommt, Basel III, höhere Eigenkapitalanforderungen. Und gerade bei den Großbanken, die ja systemrelevant sind, sind die besonders hoch. Und damit haben wir jetzt in absehbarer Zeit Lücken. Große Lücken in den Bankbilanzen, weil der Druck kommt von mehreren Seiten. Kreditwachstum, das wir haben wollen, weil ja die Wirtschaft wachsen soll. Mehr Geld für Privatunternehmen, Regulierung vom Schattenbankensektor, mehr Kreditausfälle möglicherweise durch den Handelskonflikt jetzt und Basel III auch noch. Und alles zusammen heißt es, die Banken in China brauchen viel mehr Eigenkapital, obwohl sie jetzt schon sehr gut verdienen. Sie müssen Geld aufnehmen in den nächsten Jahren und zwar nicht zu so knapp. Man schätzt, das geht so in Richtung 260 Milliarden Dollar. Das kommt auf die Banken zu, das kommt auf die Aktionäre zu, das weiß man auch und das ist der eigentliche Grund, warum diese Bankaktien so billig sind in China. Das ist einfach ein Sicherheitsabstand momentan, weil man weiß genau, es werden die Kapitalerhöhungen kommen, früher oder später und die werden richtig groß unter Umständen. Trotzdem, es gibt Analysten, die sagen nach wie vor, chinesische Bankaktien kaufen, die Risiken sind eingepreist, man kriegt trotzdem noch viel für sein Geld auf dem Kursniveau, das man momentan hat. Und man kann das schon auch so sehen, auch als Privatanleger vielleicht, wenn man das will. Ich glaube persönlich nicht an die hohen Kursgewinne, zumindest, weil wir ja die Kapitalerhöhungen im Raum stehen haben. Wenn man diese Bankaktien kauft, sollte man es tun wegen der Substanz, würde ich sagen. Aber was man schon auch wissen sollte, das sind hier keine Value-Aktien, es sind keine Basisinvestments, sondern wenn man da einsteigt, dann muss man das schon gut beobachten und sein Risiko da im Auge behalten über Stoppkurse oder wie auch immer sie das machen. Und was jetzt diese systemischen Risiken allgemein in China betrifft, das kann man eben auch nicht wegreden. Die kann man mittlerweile nirgendwo auf der Welt mehr wegreden. Ich halte das, wenn man jetzt hier Bankaktien haben sollte, ein paar, ich halte das erstmal noch für beherrschbar. Das wird alles nicht über Nacht kommen. Wenn da was kommt, sowas bahnt sich natürlich erstmal an mit der Zeit. Aber wie gesagt, sowas muss man bei Bankaktien auch in China oder gerade in China im Auge haben. Lohnt sich sowieso, wenn man sowas beobachtet, auch wenn man keine Bankaktien hat, weil wenn man den Bankensektor im Blick hat in China, dann hat man, weiß man viel, was da allgemein so vor sich geht. Und China ist einfach wichtig für die Weltwirtschaft und es kann überhaupt nicht schaden als Anleger, wenn man da auch mal genauer hinschaut, auch wenn man jetzt nicht direkt investiert ist. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil gegenüber anderen Anlegern, die das nicht tun, wenn man sich da auch ein bisschen auskennt. Und was das China-Risiko oder systemische Risiko allgemein betrifft, das haben wir ja hier auch schon behandelt, da kommt sicherlich auch noch einiges dazu in Zukunft. Aber als nächstes kommt von uns, wie versprochen, unser Report zu russischen Aktien in Schriftform. Der geht diese Woche jetzt raus an alle angemeldeten Leser. Und Leser kann natürlich jeder werden, weil die Zukunftsmärkte-Reports, die sind auch gratis. Das Einzige, was man machen muss, da ist sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Ich habe es ja schon gesagt im letzten Video über Gazprom letzte Woche. Russische Aktien ist natürlich ein bisschen speziell, aber viele interessieren sich natürlich doch dafür, vor allem wegen der niedrigen Bewertungen auch wieder. Und was wir da diesmal machen, wir stellen ein paar Aktien vor, die nicht aus dem Ölsektor sind und nicht aus dem Gassektor und die auch nicht kremlnah sind, sodass wir eventuell mit diesen Nicht-Staatsaktien auch ein bisschen
bisschen geschützt sind, falls doch noch neue Sanktionen aus dem Westen kommen sollten gegen Russland. Und wie gesagt, der Report geht jetzt diese Woche raus, also jetzt noch schnell anmelden, wenn Sie es noch nicht getan haben. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. In diesem Sinne, also Sie hören auf jeden Fall von uns, so oder so. Und bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und wie immer vielen Dank fürs Zuschauen.